Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich diese Narzissten fotografiere. Grundgedanke dieses Videos ist es, dass ein Licht von oben kommt, also dass diese Blütenpracht nur sehr leicht von oben angestrahlt wird, sodass es nach unten hin vielleicht Schatten wirft und eher ein wenig düster wirken könnte. Sollte das Licht von oben nicht ausreichen, werde ich einen kleinen Aufsteckblitz von vorne kommen lassen. Wie ich den genau anordnen werde, muss ich selbst noch ausprobieren. Auf jeden Fall werdet ihr hier das Ergebnis sehen. Nun, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. So, hier nehme ich auch wieder Galgenstativ zur Hand. Hierbei ist wichtig, dass es sich gut arretieren lässt. Ich habe jetzt hier ein massives Stativ, was eine 6 Kilogramm Tragkraft ausgewiesen hat. Und das sollte durchaus für die Ausladung reichen. So, wieder gucken, dass man sich über den Narzissen befindet. Nun werde ich den Blitz vorne drauf montieren. Und auch gut festmachen. Nicht, dass er sich verabschiedet. Das wäre nämlich sehr traurig. Und wie man sehr schön sieht, braucht man an dieser Stelle eigentlich schon ein Gegengewicht. Oder man holt das Stativ näher an den Tisch. Denn hier greift die Hebelwirkung. Kann mal nützlich sein und mal nachteilig. Ich denke, so geht es. Ich werde aber dennoch ein kleines Gegengewicht hier dran machen. Sicher ist sicher. Das sollte als Gegengewicht reichen. Nun nehme ich hier mir diesen Tubusaufsatz, oder wie man den immer nennen mag. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Nimm die diversen Filter raus, aber lass dieses Gitternetz oder Honeycap drinne, damit ich gerichtetes Licht habe. Also noch gerichteter, als es jetzt schon der Fall ist, ohne den Gitter. Und dann werde ich das hier einhaken. So, nachjustieren. Und schon mal ein bisschen höher holen. So. Nur mal alles kontrollieren. Nicht, dass das Stativ einen Abgang macht. Das wäre schade. Und vorher den Blitz anmachen. Jetzt kommt man noch gut dran, aber es wäre ärgerlich, wenn man den noch höher hätte und den dann wieder runterholen müsste. So. Jetzt können wir schon mal die Kameraeinstellung bringen. So, wir machen erstmal die Einstellungen. So weit, dass es gut aussieht. So, dann die Blüten fokussieren. Ich teste das erstmal mit Blende 8. Und ein Achtel Blitzleistung. Man kann hier schon sehr toll sehen, dass die Blütenkörbe oder wie auch immer man das nennt, schön beleuchtet ist, aber die Stängel absaufen. Jetzt kann man zwei Ansätze fahren. Entweder man erhöht einmal die Blitzleistung nochmal. Das probiere ich als erstes. Und man sieht schon sehr schön, welches Ergebnis man erzielt hat. Also mit der Ausleuchtung der Blüten bin ich schon mal zufrieden.
Ja. Was man jetzt noch machen könnte, ist, um den vorderen Bereich aufzuhellen, kann man einen weiteren Blitz hinzunehmen. Den lasse ich, glaube ich, schräg von dieser Seite kommen, um einfach hier die Stängel noch ein bisschen mit aufzuhellen. Aber das baue ich jetzt eben auf. Wie gesagt, ich denke, mir fehlt an Lichtleistung nur eine Nuance. Also werde ich, glaube ich, den Blitz anfänglich auf 128. Blitzleistung geben. Weil, wie gesagt, der ganze Bild soll ja eher noch ein wenig dunkler sein und nicht ganz so hell ausgeleuchtet. Aber das ist immer ein Prozess, der ergibt sich immer während des Machens. Also einfach wohl die verschiedenen Varianten durchprobieren, bis man selber mit dem Ergebnis zufrieden ist. So, der Blitz da oben ist auf Gruppe B eingestellt und dieser Blitz ist auf Gruppe A eingestellt. Das heißt, ich kann beide Blitze unabhängig voneinander in der Lichtleistung verändern über diese Steuereinheit. Und das macht die ganze Sache doch sehr komfortabel. So, was folgt jetzt? Nun, ich weiß, dass die Gruppe B mit der Leistung 1/4 mir ein gutes Bild liefert. Das kann man nochmal hier sehr schön testen. Dann deaktiviere ich die Gruppe eben. So, deaktiviert. Das Bild ist wieder schwarz, wie zu erwarten. Und jetzt kümmere ich mich um die Gruppe A. Da fange ich damit an, auf 128, weil mir vorne nur ein wenig Licht fehlte. Also kann man durchaus mit der Einstellung schon mal anfangen. Und wie man sieht, 128 ist viel zu wenig. Von daher mache ich mal 164. Und wie man sieht, die Stängel und hier der Topf werden ganz leicht aufgehellt. Und ich denke, das könnte in Zusammenhang mit dem Blitz von oben schon sehr gut aussehen. Also nehme ich den Blitz von oben wieder mit dazu und gucke mir das mal an. Doch ich gehe erstmal sicher, dass mir die Ausleuchtung jetzt so gefällt von der Blume und den Stängel. Das ist in meinem Fall der Fall. In meinem Fall der Fall, schöne Formulierung. Also ich bin sehr zufrieden mit der Ausleuchtung. Das kann sich so sehen lassen.